Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? Worüber sprechen wir und was ist wirklich wesentlich? Was liegt uns so sehr am Herzen, dass wir unser Wissen, unsere Gedanken und Erfahrungen hier mit dir teilen möchten? Ich bin Viktoria Dressel und ich freue mich riesig, dass du mich gefunden hast und diesem Podcast Last Coffee Before Dying lauschst. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben. Mein Herz, wir steigen direkt ein. Gestern war ein Tag, der nicht geplant war. Er war geplant, der Tag. Aber er ist nicht so ausgegangen, wie er geplant, wie es verlaufen ist. Ja. Fängst du an oder ich? Fang du an. Also, ich lag gestern Nacht noch richtig lang wach. Ich konnte nicht schlafen bis 1 Uhr nachts. Fang doch bitte vorne an und nicht hinten. Ich wollte einen Bogen schlagen. Also, ja, mach keinen Bogen, mach einfach einen Strich. Okay. Dritte Wanderung, nachdem wir zwei schon sehr herausfordernde hier auf der deutschen Seite ungefähr 6 Stunden gemacht haben. Wir befinden uns gerade im Chiemgau. Gestern, dann den Tag zuvor, mit dem Tandem unterwegs gewesen sind, bis zum Chiemsee, 60 Kilometer irgendwie auf dem Rad unterwegs, mit Po-Schmerzen und Wadenkrämpfen wieder angekommen, weil die Sattel zu hart und zu hoch eingestellt waren, oder zumindest konnte man es ja nicht besser einstellen, haben wir uns entschieden, an unserem letzten vollständigen Tag gestern nochmal eine richtig schöne, entspannte, nach Komoot, laut Komoot, mittelschwere Wanderung zu unternehmen. Angegeben waren 4 Stunden auf österreichischer Seite im Riesengebirge. Du bist. Na dann sind wir da den steinigen, blöden, herausfordernden, nicht schön. An manchen Stellen war es schön, aber es gab viele, also das meiste war nur anstrengend. Diesen Weg da hoch geächt in der Vollsonne und dann oben angekommen. 2,5 Stunden, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Also wir waren 2,5 Stunden unterwegs. Aha. Aufwärts, nur fürs Gefühl. Ja, und auf breiten Wegen, jetzt musste ich schon wieder unterbrechen, sorry. Auf breiten Wegen, Wanderwege, wo uns teilweise 70, 80-jährige Wandersleute, Österreicher, überholten. Entgegenkamen aber, also von oben nach unten. Von unten nach oben sind uns auch Leute, haben uns auch genügend Leute überholt. Und auch Leute, die uns auch schon von hinten überholt haben, also die schon hochgegangen sind und wieder den gleichen Weg runtergegangen sind. Sind uns dann nochmal überholt? Ja, zweimal eine Familie, also ein Mann, eine Frau und ein Sohn. Dann war das einfach eine doppelte Ausgabe, das kommt gar nicht hin, das kann man gar nicht schaffen, aber egal. Wir oben angekommen, idyllischer Ausblick übers gesamte Riesengebirge, linke Hand des Kaisergebirge. Wir uns in die Sonne gesetzt. Kaiserschmarrn bestellt. Apfelstrudel bestellt. Mit warmer Vanillesoße. Und Hunger. Riesengroßem Hunger. Und nach so einer Wanderung,
Wir hatten ein paar Tomaten dabei, ein paar Nüsse, Schinkenschnitten, okay. Aber feiert man sowas dann so richtig? Und ich konnte mich noch dran erinnern, als ich das erste Mal als Kind, nämlich in deinem Alter hier in Österreich war und ich Palatschinken bestellt habe, wie groß die Teller und wie groß die Portionen waren. Und genau das passierte wieder. Also haben wir das voll genossen, voll gefeiert, voll genossen und waren stolz, dass wir so voll in Time waren und sind dann laut Komoot den Abstieg angetreten. Du bist dran. Na, erstmal noch an den süßesten Ziegen vorbeigekommen, die es überhaupt gibt. Kleine Stimmt. Ziegenlämmchen, die unsere Finger essen wollten. Das stimmt, ja. Und dann sind wir da hinters Haus gegangen, zu dem Abstieg nach Epps. Erstmal runtergegangen. Stopp, da stand 1 Stunde 3/4 Richtung Epps. Das war genau die Stadt, in der unser Auto stand. Dann sind wir da runtergegangen. Und es war noch breit. Breiter Weg, sehr breiter Weg. Und man hat unten auch noch so ein paar Bergziegen gesehen. Und dann fing es da schlagartig an, ganz, ganz schmal zu werden. Und dann wolltest du da nicht lang. Ich habe dich dann nochmal dazu gebracht, nachzugucken. Oder du hast selber nochmal nachgeguckt und hast dann gesagt, okay, wir gehen ein kurzes Stück vor. Und dann sind wir im Grunde immer langsamer geworden. Und so muss man sich das vorstellen. Es wurde sozusagen, es ist kein Weg mehr gewesen, der serpentinenförmig im Wechsel von vielleicht 10 bis 15 Metern nach unten bis zum nächsten Weg führte, sondern er wurde immer enger, immer schmaler und es ging halt direkt am Hang lang. Das heißt, es gab so Momente, immer Serpentin, also es ist sozusagen direkt am Hang ein Weg entlang geführt bis runter nach unten von 1500 Metern Abstieg direkt nach unten, der nur auf der Länge des Berges sozusagen entlang hin und her schlingerte, so wie wir uns das dann mit der Zeit klar wurde. Ja, also das war ja nicht am Anfang klar. Wir haben immer gedacht, am Anfang fängt es langsam an und wird dann wieder breit. So kannten wir das auch. Der normalisiert sich, hat er aber nicht. Also es gab Stellen, da habe ich dich gebeten, meine Hand zu nehmen. Man muss dazu sagen, ich habe Höhenangst und ich muss an der Stelle wirklich mal sagen, also ich gehöre zu den Typ Menschen, ich weiß von dieser Angst. Ganz ehrlich gesagt, besteht die erst seitdem du auf dieser Welt bist. Zuvor habe ich nämlich ganz andere Dinge getan. Also kannte keine Höhenangst. Also ich habe auf beispielsweise auf 18 Meter Höhe ungesichert einem französischen Schlossdach das Dach gedeckt zum Beispiel und bin auf den Balken balanciert, ohne Angst oder Zittern in den Beinen. Oder in Amerika vom Felsen sind wir da auf einem River Rafting Trip gesprungen, es waren knappe 26 Meter mit Schwimmweste, habe ich auch gemacht. Also ich kannte das nicht und bis zu deiner Geburt so. Und aber seitdem ich das weiß und seitdem ich das wirklich habe, ist es nicht so, dass ich es meide, sondern dass ich mich dem auch immer wieder stelle. Und so musste ich tatsächlich auf dieser Wanderung jetzt wieder immer wieder abwägen. Ist das jetzt hier meine Angst? Hyperventiliere ich oder muss ich an der Stelle tatsächlich Verantwortung übernehmen? Und da gab es Momente, da habe ich dich gebeten, ne, da, mir deine Hand zu geben. Sehr oft, fast ja. Die ganze Zeit. Und ich habe sichergestellt, dass unsere Hände ganz
kraftvoll verbunden waren, sodass ich dich aus Armkraft hätte, noch irgendwie, wenn du abrutscht, wieder nach oben zu ziehen. Selber musste ich aber gucken, dass ich mich balancieren kann, mein Rucksack mich nicht nach hinten irgendwie ins Ungleichgewicht bringt. Also es gab ganz, ganz viele Faktoren, die ich bedenken musste. Und wir sind teilweise auf allen Vieren nach unten gekrochen, dann wieder langsam Stück für Stück. Und der Weg, ich will es nur noch mal sagen, war teilweise so breit, da haben zwei Füße nebeneinander gepasst, das war's. Es war feucht, weil dort scheinbar gefühlt nie die Sonne hinkommt, außer kurz, wenn sie untergeht. Und es war sehr abgerundet und abgeflacht, weil anscheinend selten Menschen da lang gehen, weil das da alles österreichische Wanderer sind, die wissen, was das ist, die wissen, was dieser Abstieg ist, die wissen, wie gefährlich das ist. Und dann kommen wir Deutschen und meinen, das schaffen zu können, wenn sogar die Österreicher meiden. In dem Moment war uns aber noch nicht klar, dass wir hier irgendwas schaffen wollen, sondern wir haben einfach versucht, sicher irgendwie runterzukommen. Es war 16.15 Uhr, wir sind gestartet. Ich habe ausgerechnet, wenn wir jetzt hier nach laut Zeitangabe nach unten gehen, sind wir Punkt 18 Uhr unten. 18 Uhr geht die Sonne unter, perfekto. Aber gefühlt haben wir noch nicht mal ein Drittel geschafft dieses Abstiegs. Also nachdem man dann von unten geguckt hat, als wir unten waren, konnte man sehen, dass wir vielleicht ein Viertel geschafft haben, wenn überhaupt. In einer Stunde, es war 17.15 Uhr und es waren noch zwei Schlängelinien und ich habe immer wieder zu dir gesagt, Fehler, ich schaffe das nicht, ich bekomme hier nicht weit, wir können hier nicht weitergehen, weil es teilweise so steil bis runter ging. 1000 Meter ab. Wie sagt man? Abwärts. 1000 Meter abwärts. Ungesichert. Und ja, und mir standen die Tränen in den Augen. Ich hatte wackelige Knie. Ich habe mir immer wieder gesagt im Stillen, okay, jetzt atmen, nicht hyperventilieren, Ruhe bewahren. Ich hatte das Gefühl, du warst ruhiger als ich teilweise. Na klar, ich habe keine Höhenangst. Ja, du auch, oder habe ich mir das eingebildet, ganz leise diesen Song, den du den ganzen Tag auf der Wanderung hochwärts gesungen hast, so leise vor dich hingesungen? Ja. Was war denn das für ein Song? Weiß ich gar nicht mehr, was das war. Dieser dam 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 da 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 dam dam da 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 No Life von Dua Lipa. Genau, und dann gab es doch aber noch einen Song, der uns Wellermann. Der uns in diesem ja. Dürfen wir rausschneiden. Und das habe ich dann nur immer mitbekommen, dass du hinter mir teilweise gesummt hast. Hast du das gemacht, um dich zu beruhigen, um mich zu beruhigen? Ich habe gar nicht, ich habe es im Kopf gehabt und konnte nicht aufhören zu summen. Ich habe es, war wie eine Macke in dem Moment. Die ganze Zeit. Aber hast du dir damit deine Furcht weggesungen? Hat mich nicht ruhiger gemacht. Es war einfach nur, weil ich den Song im Kopf habe. Hattest du Angst? Nee, also im ersten Moment noch nicht. An einer kurzen Stelle hatte ich keine Angst, aber ich fand es ziemlich krass. Und dann, ich spule jetzt ein bisschen vor. Und dann hatte ich Angst in dem Moment, wo uns dann gesagt wurde, dass dies und das passiert. Das erzählen wir gleich noch. Mhm. Da hattest du Angst, ne? Ja, hatte ich nicht Angst, aber da bin ich unsicher geworden. Und ja. Aber warum? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung, wirklich. Wieso ich da dann auf einmal dieser Moment, obwohl wir saßen und uns festgehalten haben, wieso ich da dann irgendwie gezweifelt habe, oder? Also ich versuche das nochmal zu Ende zu führen. Wir sind dann weiter abgestiegen. Also alles im Schneckentempo, wirklich. Und irgendwann gab es einen Moment,
wo du gesagt hast, das mache ich nicht mehr weiter mit. Mhm. Dann haben wir uns hingesetzt. Du hast auf Komoot nach der Hütte gesucht, wo wir unser Essen gegessen haben. Dort angerufen. Die gebeten, deine Nummer aufzunehmen. Mit zittrigen Händen. Du hast mir eigentlich noch gesagt, wie ich das jetzt anwählen soll auf Komoot. Ja. Ich war richtig aufgeregt. Mhm. Damit die Bergwacht rufen können. Damit die uns anrufen können. Mhm. Damit die uns abholen können. Genau. Und dann haben wir das gemacht, haben dort angerufen, die haben die Nummer aufgenommen. Und kurz danach hat dann die Bergwacht angerufen und hat dich gefragt, wo wir sind, wie es uns geht, ob uns kalt ist. Genau, wir frieren. Und dass alles gut ist. Eine ganz beruhigende Stimme. Ein Mann, der gesagt hat, alles kein Problem, wir holen sie. Bleiben sie dort sitzen. Es kann nur noch einen Moment dauern, bis wir kommen jetzt hoch und holen sie. Und wenn irgendwas noch sein sollte, können sie uns unter dieser Nummer erreichen. Wir saßen also ja direkt an einem Knick von der Serpentine und rechts ging der Hang nach unten. Da war sozusagen das Drahtseil. War vielleicht auch nicht der schlauste Ort, um sich dorthin zu setzen. Ich konnte nicht mehr weiter. Ich habe kapituliert. Ich habe gesagt, also hier ist der breiteste Stelle, wo wir nebeneinander sitzen können. Hier ist ein Drahtseil rechts und links. Hier können wir uns festhalten. Hier bleiben wir sitzen. Genau. Und dann hat es gar nicht lange gedauert. Mein Telefon klingelte. Polizei Österreich. Ich hier mit der Frau. Ach, das haben sie so gesagt? Und dann habe ich meinen Namen gesagt, oder was? Ja, spreche ich mit der Frau. Irgendwas, ich glaube, die haben den Namen von der gesagt, die in der Hütte oben dich angenommen hat. Genau, ich war total irritiert, weil das war ja gar nicht mein Name, ne? Frau Wiegenbachler oder so. Wiegen, ja. Und dann, und dann habe ich nur gesagt, nein, also Dressel, ich bin hier mit meinem Sohn. Wie alt ist Ihr Sohn? Ich sag 12. Sind Sie sicher? Ja. Okay, also die Bergwacht ist unterwegs und die Polizei ist auch unterwegs. Der Hubschrauber kommt gleich. Und ich so, bitte, was? Kommt jetzt wegen uns der Hubschrauber? Das hat ja die Polizei durchgegeben. Die Polizei durchgegeben. Genau, ich bin ja bei der Polizei. Ja. Und dann hat sie mich noch gefragt, wie hoch mein Akku die Akkuleistung liegt. Ich sage bei 30%, ja bitte informieren Sie jetzt keine weiteren Angehörigen, rufen Sie nicht irgendjemanden weiter an, außer bleiben Sie mit uns in Kontakt, mit der Bergwacht und mit der Polizei. Okay, ich aufgelegt und dann hat es gar nicht mehr so lange gedauert. Und dann kam der Heli angeflogen und hat uns erstmal gesucht. Das war krass, weil der ist dann ein Stück über uns geflogen. Und dann kam ein Windstoß mit so einer Kraft auf uns runter. Ja. Das hat, da ist ja der Rucksack fast runtergefallen. Ja. Und dann das hat das ganze Laub rumgewirbelt. Ja, es kam richtig Laub runter. Genau. Und ich hatte ihn wieder am Telefon. Der hat dann wieder angerufen und hat gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg, wir sehen sie nicht. Ich sage, wir winken. Und dann habe ich das dreimal gesagt, wir haben gewunken, die haben uns nicht gefunden, von allen möglichen Perspektiven aus. Und das war aber einerseits total laut, weil ich habe ja nichts gehört wegen dem Helikopter, der war dann über uns. Ich sage, sie sind über uns, wir sind hinter der Lerche. Vor uns war so eine Lerche, ne? Das habe ich noch genau vor Augen. Und dann haben sie uns entdeckt. Haben uns irgendwie Daumen hoch gegeben, ne, dir? Ja. Du hast das gesehen dann? Ja, du saßt hinterm Baum, hast es nicht so gut gesehen. Dann sind sie wieder abgedreht. Ich dachte tatsächlich in dem Moment, ist irgendwas falsch jetzt, weil die sind runter wie gefallen. Ja. Und ich dachte, das schlägt gleich auf und macht Boom. Ja, wie so ein Sturzflug. Und dann habe ich die nicht gesehen. Ich habe sogar noch so ein bisschen hochgeguckt, um die zu suchen. Und dann
kamen die nach, wie, was weiß ich, wie lange wieder? 5 Minuten vielleicht. Und man hat gesehen, jemand hing unten dran. Es rief aber wieder jemand an am Telefon und haben gesagt, wir haben sie jetzt gefunden, es ist alles gut, die kommen jetzt. Genau. Und soll ich am Telefon bleiben? Und dann habe ich gesagt, naja, also ich höre sie dann sowieso nicht, sobald der Helikopter hier oben ist. Ich höre sie nicht. Ich kann aber gerne noch dranbleiben. Machen Sie sich keine Gedanken. Bleiben Sie sitzen, stehen Sie nicht auf. Es kommt dann jemand zu Ihnen. Ich habe den dann noch am Telefon gefragt, muss ich mich da selber anseilen an den Helikopter? Ich sage, das überlebe ich nicht. oh Gott, ey, das war auf jeden Fall. Ich habe gedacht, wie kriegen die uns, wie wollen die uns in diesen Helikopter kriegen? Über uns waren ja 3 Bäume oder was? Also das war für mich unerklärlich. So, dann kam der wieder hoch. Geflogen? Ja, und dann ist der Mann, irgendwie hat es auch tatsächlich ziemlich lang gedauert, bis der dann mit dem Seil runtergekommen ist. Wir haben uns so aneinander festgehalten, es schwebte. Weil die ganze Zeit Luft von oben kam. Dann ist er zu uns vorgekommen und hat so einen Gurt so mit so einem Reißverschluss abgemacht und mir angeschnallt. Ich sollte den Karabiner so halten. Dann hat er das Gleiche mit dir gemacht. Hat mich noch gefragt, wie alt ich bin. Dann habe ich es gesagt. Dann hat er gesagt, okay. Und dann sind wir ja noch einen kurzen Weg runter, weil sonst wäre der Helikopter nicht an uns rangekommen und haben uns mit ihm an das Seil da dran geklippt und waren dann alle dran und dann hat er uns hochgezogen an dem Seil. Ich habe den nur noch gefragt, ziehen Sie uns in den Helikopter. Ich sage, ich schaffe das nicht, jetzt hier nur zu hängen. Und hat er gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, wir machen das heute das 5. Mal. Sie hängen jetzt hier mit mir und wir fliegen nach unten. Als Sie uns noch hochgezogen haben, ist noch mein Schuh ein bisschen am Baum hängen geblieben. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, und es war aber ziemlich cool, dann da so hochgezogen zu werden. Und dann ist der Heli abgedreht. Und weiter runtergeflogen auf eine Wiese. Und dann ganz langsam, also von oben ganz langsam ist der Gefühl, ich habe gar nicht geguckt, ist der kreise oder ist der ganz leicht einfach nach unten abgesunken? Der ist ganz leicht nach unten. Ja. Ich habe immer versucht, so zur Seite rauszugucken, um das von unten zu sehen, aber ging gar nicht. Ich konnte meinen Kopf kaum drehen. Relativ entspannt. Wir haben uns noch an diesem einen Seil, was uns alle 3 gehalten hat, festgehalten. Ne? Ja, und dann sind wir auf den Boden gekommen. Oh Gott. Ganz langsam, das war gut. Ich war mir nicht sicher, wie doll uns der jetzt auf dem Boden ablässt. Also, ja, dann sind wir da ganz leicht drauf und haben uns abgehakt, sind rüber zum Weg zu den Polizisten. Mhm. Der Helikopter ist der hat sich noch abgeklickt, das Seil hat er noch abgemacht, wo wir alle dran hangen. Dann ist der Helikopter gelandet und wir sind zu den Polizisten. Mhm. Ich habe gleich ein paar Fotos gemacht. Und ja. In dem Moment, in dem ich nach oben gezogen worden bin oder wir nach oben gezogen worden sind, war es nochmal so, Alter, sind wir hoch. Ich habe ja den gesamten Flusslauf gesehen. Ich konnte über das Gebirge noch gucken. Und dann, als es aber dann so ganz langsam nach unten ging, dann war es okay. Also es war, ich will nicht sagen schön, aber es war erleichternd. Es war so erleichternd und ich konnte sogar lachen. Also ich habe mit dir ja gesprochen und wir haben uns dann noch so einen Kuss gegeben und ich war einfach erleichtert. Schneiden wir raus, haben wir nicht gemacht. Doch, wir haben uns einen Kuss gegeben. Haben wir nicht gemacht. Ich habe dir ein Küsschen gegeben. Hast du gemacht? Ja. Hast du ihn rausschneiden? Schneide ich nicht raus, warum?
Aber auf jeden Fall mit wackeligen Knien unten angekommen. Und ich kann nur sagen, das musste sich dann erstmal alles setzen. Ich war an dem Abend so demütig, so dankbar. Ich habe dann gleich nochmal in der Bergwacht, als wir zu Hause angekommen sind, hier in dem Häuschen, nochmal dort angerufen und habe mich bedankt für diese großartige Unterstützung. Ich meine, es liegt auch nicht auf der Hand, nicht jedes Land, nicht in jedem Land wäre sofort Hilfe da, ne? Ein Anruf und die waren sofort zur Stelle, das darf man nicht unterschätzen. Die sind geübt dort, ich weiß nicht, ob das bei uns in unseren Gefilden, na gut, da ist es nicht so hoch, da kommt das weniger vor, ob die da so darauf eingestellt wären. Auf jeden Fall, das war großartig, aber ich bin sehr konfrontiert worden mit meiner Angst. Und ich habe realisiert, wie sehr ich an diesem Leben hänge, also wie wichtig, nicht, dass ich das vorher nicht gewusst hätte, aber ich habe das so krass gefühlt, wie wichtig mir mein Leben ist und noch viel wichtiger, wie wichtig es mir ist, dass ich dich beschütze und dich dort sicher wieder runterhole. Also mein Learning aus dieser Erfahrung, was war es für dich? Kein Learning. Einfach nicht so risky wieder nächstes Mal, so riskanter. Ja, nicht so sehr auf Risiko gehen. Aber wann hättest du jetzt im Rückblick, hättest du gewusst, was uns blüht, wann wärst du umgedreht? Oder was hättest du gemacht? Wärst du umgedreht? Ich wäre nie umgedreht. Das wäre für mich so gar nichts gewesen, was zur Wahl gestanden hätte, was weiß ich. Weil umdrehen, dann wäre ja alles umsonst gewesen, was wir da an Risiko runtergetragen hätten. Ich wäre wahrscheinlich eher weiter nach unten gegangen. Obwohl es so gefährlich war. Ja. Okay, also dein Learning war nicht so risky, ja? Für mich ist es auf jeden Fall an der Stelle nochmal ganz klar gewesen, oder mir ist ganz klar, dass egal welche App mir was erzählt von mittelschwerer Wanderung, ich mir vorher nochmal genauer ein Bild mache davon, wo ich langlaufe. Also nicht nur mit einer App, sondern vielleicht auch nochmal mit einer Wanderkarte oder eine Option wäre auch gewesen, oben auf der Alm zu fragen, welcher Abstieg hier empfohlen wird und wie lange der geht. Also einfach sich da zu erkundigen. Ein bisschen besser sich auszukennen oder sich vorher damit auseinanderzusetzen. Wo ja, du man kannst dann jetzt nicht jedes Mal fragen, ist der guter Weg, ist der schlechter Weg? Nee, kannst du nicht, aber du kannst dich besser informieren vorher. Ich meine, die anderen Wanderungen sind gut gewesen, da gab es auch Momente, wo ich echt, aber da waren wir achtsam, da habe ich gesagt, wenn ich hier nicht weitergehen kann, drehen wir um. Du warst total damit fein. Nur da war es so anders. Ich kann gar nicht sagen, warum das eigentlich hier an der Stelle oder wie. Ich habe diesen Schildern vertraut auch. Und wenn dort ein ganz normaler Weg ausgeschildert ist und kein Vorsichtsschild oder Vorsicht-Hangabstieg oder schwer, also gerade im Skisport wird es ja auch unterschieden zwischen leicht, mittelschwer und schwer, da stand halt nichts. Die Route war auf Komoot als mittelschwer abgestempelt. Ja, das ist ein Unding. Es war kein mittelschwer, sondern das war ein extrem hohes Risiko, starkes Gebiet so und das kann nicht jeder meistern. Also jemand mit Klettererfahrung, no problem. Ich denke, die hätten dort keine Probleme gehabt. Aber mit Kind? Nee,
die Polizistin hat mich ja dann noch gecheckt und hat geguckt, hat gesagt, okay, ihr hattet ordentliche Bergschuhe an, also Wanderstiefel. Festes Schuhwerk. Festes Schuhwerk, hätten wir das nicht gehabt, hätten wir richtig Probleme kriegen können, weil wenn es daran gelegen hätte und wir nicht ordentlich ausgestattet gewesen wären und dann von so einem Abstieg darunter, dann, sage ich mal, hätte es mehr Ärger geben können, was ich jetzt am Ende da vielleicht noch bezahlen muss, das wird sich zeigen, aber ganz ehrlich, das ist mir an der Stelle richtig scheißegal. Ja, aber 50 Euro die Minute. Ja. Das ist doch, das ist unmenschlich. Na, wir lassen uns mal überraschen. Theoretisch müsste man ganz klar nochmal zurückschreiben und sagen, dass dieser Abstieg dort, ey, er ist auch gefühlt irgendwie vielleicht ein Jahr lang nicht mehr betreten worden oder was. Also, dass der einfach nicht sicher genug ist, aus unserem Gefühl heraus. Die Polizistin hat vor allem für uns, wir sind ja, also wir haben schon krassere Aufstiege auch gemacht oder längere Wanderungen, 9-stündige Wanderungen, aber wir waren ja nicht darauf vorbereitet. Ja. Und es war jetzt nicht so, als ob wir schon hier seit einem Monat die ganze Zeit wandern. Wir haben, das war die dritte Wanderung jetzt wieder seit einem halben Jahr. Mhm. Heißt? Das ist, naja, hätten wir jetzt richtig lang noch geübt und wären wieder richtig reingekommen und hätten auch an sich mehr Wandererfahrung, dann wäre es vielleicht auch ein kleineres Problem gewesen. Hättest du keine Höhenangst, wäre es so gut wie gar kein Problem gewesen. Denkst du? Ja, denke ich. Weil es lag ja am Ende dann doch daran, dass du nicht weiter konntest. Ja, aber du hast schon gesehen, ein falscher Schritt und du wärst weg gewesen. Ja, aber das ist ja auch an manchen anderen Stellen so. Ist ja nicht nur da so gewesen. Es gab ja schon, nicht bei der Wanderung, aber bei anderen gab es ja auch sowas. Ja, aber weißt du, also wenn jetzt es enge Stellen gibt und dann entspannt sich die Lage wieder und man kann wieder normal wandern, finde ich das okay. Es dürfen mal so kleine Engpässe sein. Aber dort fast 2 Stunden hochkonzentriert, jeden einzelnen Schritt, dort war es nass, dort hätte mal was wegrutschen können oder irgendwas und du fällst einfach 1000 Meter nach unten. Das kannst du doch nicht als normalen Klettersteig ausschreiben. Also ich werde auf jeden Fall noch nicht drüber hinweg. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, wie auch immer, ist es manchmal mutiger, nicht gleich aufzugeben und nochmal ein paar Schritte weiterzugehen oder nicht gleich zu sagen, ja, wir gehen jetzt denselben Weg wieder zurück. Und manchmal ist es mutiger, den Weg umzudrehen, weil du sagst, das wäre alles umsonst gewesen. Ich glaube, es ist manchmal viel mutiger, sich einzugestehen, dass man kein höheres Risiko eingeht und gerade an so einer Stelle. Nee, trotzdem, vielleicht, es kann ja sein, dass das Schlimmste gewesen war, was da wir schon zurückgelegt hatten, dieses eine Drittel. Ja klar, aber es kann auch genau das Gegenteil sein. Es kann auch sein, dass... Ja, trotzdem würde ich da so weit gehen, bis bei mir wirklich es aufhört. Ja gut, dann bei dir hat es aufgehört, bei mir, ich war eigentlich noch okay. Sag mal so, also es hätte jetzt passieren können, dass vielleicht dann nach 50% Abstiegs bei dir aufgehört hätte, weil es noch schwieriger geworden wäre oder noch gefährlicher. Und dann hättest du vielleicht gesagt, okay, ich komme hier nicht weiter. Und dann? Nach oben? Oder es hätte nie aufgehört und ich wäre runtergegangen. Ja. Ja. Man weiß es halt nicht. Aber ist es dir wert, dein Leben wert, dieses Risiko einzugehen? Hast du einmal daran gedacht, dass ich vielleicht nicht rutschen könnte? Für mich, ja, aber es war ja für mich in dem Moment kein Risiko. Es war ein gewisses Risiko, aber es war kein richtiges Risiko. Verstehe ich nicht. Ja, dann verstehe ich es nicht. Hattest du einmal Angst um dich selbst? Nicht wirklich. Nicht, also Angst um mich selbst nicht, nee. Nur an den Stellen, wo du alleine vor bist.
Hast du einmal an irgendjemanden anderes gedacht? Was ist dir noch so durch den Kopf gegangen? Gar nichts. Hast du an Papa gedacht? Nee. Ich habe auch an niemanden gedacht, als sie dann gesagt hat, rufen Sie jetzt keine Verwandten an. Da habe ich mir gedacht, da wäre ich jetzt bestimmt nicht auf die Idee gekommen, irgendjemanden anzurufen. Ich habe nur einmal gedacht, habe ich halt auch dann gesagt, ich habe dran gedacht, dass wenn du das jetzt deiner Mutter erzählst, dass du so beschimpft wirst, dass du verantwortungslos bist, dass du sowas doch nicht machen kannst, dass du, daran habe ich gedacht, aber sonst an niemanden wirklich. Mhm. Ja, gut, das steht mir noch zuvor, bevor. Viel Spaß dabei. Das werde ich ihr nachher dann beibringen. Auf jeden Fall war ich ganz, ganz, ganz glücklich, dass wir das geschafft haben gestern. Ich fand, wir waren ein richtig cooles Team. Danke fürs Schlürfen. Okay. Frage gegen Frage. 10 schnelle Fragen. Hau raus. Also du stellst eine Frage und ich stelle die gleiche Frage zurück. Nee. Wie soll ich mir denn jetzt sofort diese schnellen Fragen ausdenken? Ich muss mir auch ausdenken gerade. Viel Spaß. Vielleicht kommen ja richtig coole Fragen. Du kannst mich auch Nonsens fragen. Ach ja. Ach, da macht's Spaß, ja. Hast du eine Ahnung, womit du, es ist so eine typisch erwachsene Frage, aber mich interessiert das tatsächlich heute, nachdem wir den Podcast für Kids da angehört haben. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, mit welchen Fähigkeiten du dein Geld verdienen könntest? Schauspielerei. Das ist ja relativ lange jetzt schon, ne? Kommt das immer mal wieder? Hast du richtig Bock drauf? Schon, finde ich. Ich mag. Jetzt haben sie da ja heute nur gesagt, dass halt eine der größten Ängste ist, dass man den Text vergisst. Und du das ist auch eine meiner größten Ängste. Also an sich so bin ich der größte Hater von Textlernen. Auswendig lernen. Das ist das Schlimmste und das Stressigste überhaupt. Das ist so der einzige Kontrapunkt am Schauspieler und Theater spielen. Das ist, ich kann es gar nicht leiden, Text auswendig zu lernen. Dann wird das ein richtig stressiger Job. Witzig. Okay, du bist dran. Du trinkst Tee. Ich trinke Kaffee. / Matcha. Du schlürfst wie Teddy. Wie lange? Jetzt wieder immer noch zum Thema Ruf. Willst du das noch als Yogalehrerin und Coach hier durchziehen? Ich habe keine Ahnung. Ich muss dazu sagen, dass ich ja tatsächlich mir keinen Beruf ausgesucht habe und gesagt habe, das will ich werden und das mache ich jetzt. Sondern ich bin tatsächlich mehr oder weniger immer einem Gefühl gefolgt, einer Neugier gefolgt, bin dann eingestiegen, so tief ich konnte und ja, habe mich jetzt insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 Mal neu erfunden. Und immer dann, wenn ich gemerkt habe, dass es mich nicht zufriedenstellt, bin ich weitergegangen. Und tatsächlich, seitdem ich mit Yoga begonnen habe, nochmal ganz neu zu starten und ein Unternehmen zu gründen, hat sich das weiterentwickelt zum Coach. Und jetzt mache ich die Podcasts und irgendwie kommt immer wieder was Neues dazu. Und so werde ich das auch weitermachen. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was in 5 Jahren ist, wer ich in 5 Jahren bin. Ich folge tatsächlich an der Stelle der Freude und der größten Power. Also die Dinge, die die höchste Resonanz erzielen. Die werde ich weiter verfolgen. Wenn ich merke, dass es Menschen gut tut, zum Beispiel, dass ich sie begleite oder
dass der Podcast zum Beispiel total gut ankommt und Leute den total gerne hören, dann mache ich das weiter. Wenn ich eher negative Stimmen hören würde, dann würde ich damit aufhören. Also mal gucken, ne, was in 5 Jahren ist, mal gucken, was in 10 Jahren ist. Auf jeden Fall sehe ich mich bis zu meinem Lebensende arbeiten. Ich kann nicht mehr sagen, dass das Private und die Arbeit 2 getrennte Sachen sind, sondern es vermischt sich immer mehr. Frage an mich. Frage an dich. Gibt es einen großen Traum, den du hast, wo du sagst, das steht auf jeden Fall auf der Liste, das will ich definitiv einmal in meinem Leben machen? Nee, ich habe ganz viele Dinge, die ich machen will, komplett, also absurde Dinge. Bitte mal mit mir teilen oder darf ich das nicht wissen? Irgendwas, was, weiß nicht, was halt cool ist. Also Dinge machen, die man normalerweise nicht machen muss oder Dinge, die halt dolle Spaß machen. Beispiel. Weiß nicht, ich wollte ja schon mal Bungee Jumping. Bitte nicht seit der gestrigen Geschichte. Und, willst du es immer noch? Ja. Man muss es ja mal ausprobiert haben. Warum? Ich will mal so alles machen, was man mal ausprobiert haben muss. Ja, was so? Helikopter fliegen, check. Also, so Sachen, die man irgendwann nicht jeden Tag tun kann. Was cool ist, was nicht normal ist. Mhm. Oh Gott, das macht mir Angst, wenn ich dir dazu höre. Okay, was gehört noch so dazu? Aber nicht wie Klaas sich irgendwie an ein Hochhaus Nein. in... Wo? Nein. Wo war das? In Dubai oder was? An ein Hochhaus Gafferband kleben? Ohne Sicherung. Alter. Und ein Lied singen. No way. Mhm. Ha, kann jetzt nicht sofort mehrere Beispiele zum Beispiel. Ich mag so Challenges wie letztens, wo ich die 100% Zitronensaftflasche ausgetrunken habe. Es war schlimm, aber es war dann auch danach so geil, dass man weiß, dass man das jetzt gemacht hat. Es ist ja richtig sauer, wenn man diesen 100%ig dosierten Zitronensaft trinkt. Und sowas halt, es ist witzig, was man nicht normalerweise machen muss oder würde. Mhm. Punkt. Frage an mich. Oh nee. In welches Land willst du in deinem Leben auf jeden Fall nochmal reisen? Neuseeland. Island, Schweden, das sind 3 definitivo, also und Nepal, also das sind auf jeden Fall ja 4 Länder, die definitiv umgesetzt werden. Da kommt mir so immer Kälte irgendwie in den Kopf. Neuseeland? Ja, Kälte, Wasser. Neuseeland? Ja. Ja, aber wenn du, von was hast du noch gesprochen? Von Schweden? Schweden und Island, ja. Ja, mhm. Kälte. Da gibt es aber auch heiße Quellen. Ja, in der Kälte. Ja. Das ist genial. Ich stehe auf Inseln. Ich habe so ein bisschen einen Inselfetisch. Ich hätte auch. Ich möchte auf jeden Fall nochmal nach Hawaii und nach Mallorca. Ist nicht dein Ernst. Und auf jeden Fall, das ist so das, was ich am meisten möchte, in die Karibik. Ja. Obwohl ich da, wenn man immer so hört, was dafür krasse Wasser Tiere unterwegs sind, hat man dann immer weniger Lust drauf, obwohl das Wasser ja dort so schön ist. Mhm. Ja. Welches Tier würdest du denn gerne mal live sehen wollen? Live? Live. Live, also heißt es jetzt nicht im Zoo.
Also zählt Zoo nicht. Oder zählt Zoo? Nee, Zoo zählt nicht. Ja, ein Bären. Grizzly oder ein Braunbären. Oder Eisbären. Hab ich schon getroffen. Ja, schön, dass du es geht ja gerade. aber auf jeden Fall Gorillas. Ich finde, Bären und Affen sind so eigentlich typische Wesen, aber ich mag Gorillas so dolle. Mhm. Ich weiß gar nicht, gibt es weiße Gorillas? Ich habe letztens einen Film gesehen, wo es einen weißen Gorilla gibt. Na, vielleicht gibt es so einen Albino. Bestimmt gibt es auch unter den Affen mal einen Albino von einer Million oder so. Was stört dich an Menschen am meisten? Ach, hast du gleich gegoogelt? Ja. Alter, ist der grau oder weiß? Ich glaube, das ist aber nur aus dem Film, den ich geguckt habe. Okay, also den gibt es nicht wirklich. Aber das können wir mal googeln. Und können das dann mit in den Podcast mit reinstellen. Warte. Ein Bild davon. Doch, Floquet de Neu. Floquet de Neu. Oh Gott. Copito de Neu. Sieht nicht so schön aus wie ein dunkelbrauner, aber sieht einem Menschen sehr ähnlich, ob ich will oder nicht. Ich finde schwarze Gorillas so krass cool und schön. Und die Silberrücken sind auch sehr beeindruckend. Unsere Biologin am Start hier. was magst du nicht an Menschen? Ich habe auch letztens dran gedacht, wenn ich an was Gruseliges denke, ist es tatsächlich nicht, ach, was weiß ich, irgendwelche Halloween-Gespinster, irgendwelche krassen Tiere, sondern die dunkle Seite des Menschen finde ich so gruselig, dass man weiß, Menschen sind überall und man kann nicht sehen, welcher nicht gut ist, also welcher nicht so klar tickt. Ja, zum Beispiel, ja, so Menschen, die durchdrehen. Also ich habe vor Menschen, vor kranken Menschen habe ich schon Angst. Von Menschen, die nicht zu kontrollieren sind, die nicht mehr ganz menschlich sind. Die Wahnsinnigen. Ja, obwohl ich in Filmen gerade die cool finde. Das stimmt, irgendwie stehst du immer auf die ganz Schrägen. Ja, das verstehe ich. Ja. Man kann den Wahnsinn nicht sehen, ne? Manchmal schon. Manchmal schon. Aber selten. Wie empfindest du Schule? Naja, also klassisch bin wie die meisten Kinder, würde ich jetzt mal behaupten, gehe ich nicht in die Schule mit einem Grinsen auf dem Gesicht und habe Spaß, mich da in den Unterricht zu setzen und zuzuhören und zu lernen und zu schweigen und so. Ja. Ist ja eine ganz schön harte Message. Kannst du erklären, warum das so ist? Weil ich manchmal finde die Schule gut, aber es gibt viele Tage, an denen ich Schule hauptsächlich als Zeitverschwendung wahrnehme. Warum? Weil gefühlt ist es nur diese Leistung, die da erbracht werden muss. Also nicht in jeden Fächern. Es gibt ja auch sehr schöne Fächer. Zum Beispiel? Naja, also es gibt, beziehungsweise es gibt sehr schöne, sehr coole Lehrer. Kannst du ein Beispiel nennen? Ja. Sag mal. Der heißt Herr Ullmann. Und das ist der Deutschlehrer, soweit ich weiß. Ja. Kannst du sagen, warum der cool ist? Der ist witzig, ist nicht nur so auf
Lernen aus, der ist sehr, finde ich, interaktiv mit uns. Also nicht, dass wir nur schreiben und so, sondern auch mal, also was ich sehr mag, ist Gruppenarbeit. Mhm. Und Herr Ullmann bringt uns auch öfters mal zum Lachen, indem er irgendwie irgendwas an die Tafel malt oder so. Der hat letztens einen Biber an die Tafel gemalt und eine Biene oder eine Hummel und einen Igel oder so. Ja, und es ist was anderes, als wenn das Lehrer nur vorne stehen, diktieren, Sachen an die Tafel schreiben, die wir dann abschreiben sollen. Und so wie auf Leistung aus sind nur. Verstehe. Hm. Was würdest du dir von den meisten Lehrern mehr wünschen? Kannst du das sagen? Dass sie den Unterricht mit mehr Spaß füllen. Also, dass wir Kinder auch Spaß am Lernen haben. Sonst macht es, finde ich, keinen Sinn, dieses Wissen da rein zu stopfen, ohne dass wir wirklich Spaß dran haben, das uns zu erlernen. Weil wenn wir keinen Spaß dran haben, wird es auch nicht lange im Kopf bleiben. Und weil immer wieder was nachkommt. Also wir gehen in Matheunterricht, haben, was weiß ich, Prozentrechnung und Dezimalrechnung und so ein Quatsch, schönes Zeug. Und dann geht's vom Matheunterricht in Geografieunterricht. Und dann sollen wir wissen, wann welches Land in die EU eingetreten ist oder so. Und dadurch vergisst man dann vielleicht auch mehr wieder, wie man Prozent durch, was weiß ich, teilt und dann in Bruch wieder umrechnet. Also es ist Wissen, was, also wir haben ja ein Gehirn und das Wissen geht alles rein, aber muss ja auch irgendwas wieder raus, damit wieder mehr rein kann. Und wenn die ganze Zeit was reingeht, geht irgendwann wieder andere Dinge, ältere Dinge, die wir vielleicht dann sogar noch mehr brauchen als die neuen, fliegen wieder raus. Und damit hat man es dann auch nicht zu viel gebracht. Jetzt sagt aber die Wissenschaft was anderes. Also was hältst du denn von dem folgenden Bild? Also wir nutzen laut Wissenschaft 6%, vielleicht maximal 8% unserer Gehirnleistung. Ja, laut Wissenschaft, also es gibt ja Teile des Gehirns. Das eine ist für Schmerzempfinden da, das andere für Merken, also Gedächtnis. Langzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis. Und dann sind wieder andere, also Teile da, um zu erkennen, wann eine Situation gefährlich ist, wann eine Situation ruhig ist. Aber es ist ja nicht das komplette Gehirn, es geht ja nicht, was so Schule angeht, geht ja nicht ins komplette Gehirn. Es geht ja nur in einen kleinen Teil des Gehirns, das so Gedächtnis angeht, ja. Und da gibt es zum Beispiel einen ganz wunderbaren Forscher, der heißt Gerald Hüther, und der hat genau das gesagt, was du gesagt hast, nämlich, dass im Grunde das Gehirn sich dann Informationen merkt oder aufnimmt und wirklich lernt. Das heißt ja nicht nur Informationen aufnehmen, sondern sie auch im besten Falle abspeichern, verarbeiten, wenn eine gewisse Freude an dem Erlernten besteht. Das heißt,
vielleicht ist es genau das, was du beschreibst, dass immer dann, wenn du das Gefühl hast, es müsste eigentlich, oder du verlierst wieder Wissen, ist das Wissen, was wenig Freude oder wenig Lust am Verstehen beinhaltet hat. Also wenn du dich gelangweilt fühlst oder wenn du das Gefühl hast, du musst gerade ganz viel dir merken und weißt gar nicht, warum du dir das merken sollst, du den Sinn nicht dahinter erkennst, dann kann es sein, dass das Gehirn vielleicht auf Offline stellt, ja? Kann das sein? Wir haben auch im WBF-Unterricht gelernt, dass wenn du mit Stress und ohne Spaß das Wissen dir zum Beispiel für eine Klassenarbeit vorbereitest und lernst, dass wenn du das Wissen wieder anwendest, diese Gefühle wieder aufkommen. Oh, krass. Und dann dieser zum Beispiel, wenn du mit Stress diesen Stoff übst, dich morgens, abends hinsetzt und dann da den Stoff übst, ja, dass wenn du in der Klassenarbeit sitzt und dich erinnern musst, dass dann genau wieder dieser Stress hochkommt und du weniger gut lernen kannst, als wenn du mit Freude den Stoff vorbereitest und dann auch mit Freude in dieser Klassenarbeit sitzt und dich wieder gut erinnern kannst. Wann hast du das letzte Mal freudvoll etwas gelernt? Mit deiner Mama zum Beispiel? Letztens haben wir ja Mathe ein bisschen schöner gestaltet als sonst so. Nämlich wie? Naja, wir haben uns hingesetzt, haben uns Zeit genommen, haben uns was Kleines zu essen gemacht, was Kleines zu trinken, haben das Whiteboard hingestellt und haben da weniger oder mehr mit Freude gelernt. Mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, weil du es nicht anwenden musst, weil du jetzt nicht in der Klassenarbeit dann sitzt und das wieder alles anwenden musst. Das stimmt. Also ja. Ich werde nicht benotet. Würdest du sagen, dass vielleicht Schule ohne Noten mehr Sinn macht, wenn man keine Noten bekommt? Kann ich nicht so gut einschätzen, weil ich ja jetzt nur Noten kenne. Ich kenne es ja gar nicht ohne. Aber ich kann mir das ziemlich gut vorstellen, dass man mit viel mehr Spaß in die Schule geht. Und sich nicht am Morgen denkt, oh nee, jetzt Schule, jetzt Klassenarbeit, jetzt Note, jetzt sondern eher jetzt lernen. Aber du lernst es, hast es im Kopf, aber musst es dann nicht beweisen, dass du es im Kopf hast. Das stimmt. Und das stelle ich mir wesentlich leichter und chilliger vor. Könntest du dir vorstellen, dass ein Leben ohne Schule für alle Kinder gut wäre? Nee. Warum? Weil wir dann wahrscheinlich so eine Gesellschaft wären. Also wenn die Kinder ohne Schule aufwachsen, dann auch viele grob ausgedrückt, manche dann auch dumm sind und nicht, also ich sag mal so, ja, manches im Leben, also manches in der Schule hilft ja auch fürs Leben. Wirst du dir irgendwann in deinem Leben einen Toaster kaufen? Ist nicht dein Ernst. Ja, doch. Und ich möchte, dass das jetzt drin bleibt. Das wird nicht rausgeschnitten. Jetzt ein Toaster. Halt. Also ja. Ich bin erstmal absolute Gegnerin von unnötigen Haushaltsgegenständen, die viel Platz wegnehmen. Ich habe das Gefühl, man braucht eigentlich all das Ganze nicht. Deshalb besitze ich auch fast nichts. Und noch nicht mal ein Toaster. Außerdem ist meiner Meinung nach Toast ungesund. Und ich kann mein Toast und mein Brot ja immer in den Ofen schieben.
stört niemanden, geht genauso gut. Also aus heutiger Perspektive definitiv nicht. Ich wüsste nicht, warum. Und sprechen uns nochmal, wenn du 70 bist. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Vielleicht im Alter, wenn ich dann keine Lust mehr habe, irgendwie extra den Ofen noch anzuheizen, sondern will, dass es ganz einfach geht und ich so wenig wie möglich Aufwand habe, dann schiebe ich mir diese 2 Schnitten in den Toaster, weil ich liebe Brot, tatsächlich aufgebackenes Brot mit Butter und Salz. Mag ich sehr. Kann sein. Hat dich diese Frage jetzt in irgendeiner Weise inspiriert oder weitergebracht? Hat mich tatsächlich, fand ich gut, dass du das jetzt beantwortet hast. Nimmst du mich gerade hops? Nee. Okay. Hast du noch eine intelligente Frage? Eine empathische? Eine gefühlvolle? Magst du mich, deinen Sohn, mehr als Toff, deine Katze? Nein. Quatsch. Oh Gott, jetzt habe ich es total verdreht. Also, wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfassen darf, so stehst du ja auch in meinem Handy. Du bist tatsächlich mein Lieblingsmensch und ich. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, den ich, kein Wesen auf dieser Welt, den ich mehr liebe als dich. Man muss sagen, mein Sohn macht jetzt gerade ganz eigenartige Fratzen hinterm Mikro. Wenn ich das auch mal benennen darf, welchen Satz bringst du mindestens 20 bis 30 Mal am Tag? Hau raus. Heul doch, du Opfer. Nein, das meine ich nicht. Ich hab dich nicht lieb. Genau dieser, ohne nicht, mindestens 20 oder 30 Mal höre ich das, wenn nicht 50 Mal. So, irgendwie gehört das mittlerweile dazu, dass wir uns das sagen. Und ich finde das ganz grandios. Ich selbst hatte das so nie in meiner Kindheit. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass wir uns gegenseitig immer wieder sagen, wie lieb wir uns haben. Mache ich übrigens auch mit Freunden, die mir sehr am Herzen liegen. Damit hast du mir jetzt bewiesen, dass ich nichts weiter als ein Freund für dich bin. Jetzt können wir auch eine Musikpause einlegen. So, was wollen wir denn jetzt noch zum... Was wollen wir... Oh, wollen wir eine Runde tanzen? Nein, danke. Gibt es noch ein Geheimnis, was wir mit den ZuhörerInnen teilen wollen? Was nur wir wissen? Und ab heute dann nicht mehr nur wir. Fällt dir irgendwas Cooles ein? Gibt es etwas, was wir teilen könnten? Geheimnis oder peinliches Geheimnis? Ich glaube, diese Einteilung der Zuhörer, die jetzt nicht so auf einer Spiri-Ebene sind, haben mehr Bock, dass ich was verrate, was vielleicht eher für dich unangenehm ist. Es wäre schön, wenn du vorher noch mit mir abströmst. Und vielleicht wäre es negativ Auswirkungen auf deinen Besucherrate bei uns zu Hause. Bitte? Ja. Nee, dann lass stecken. Warte, ich mach meinen Stumm. Kann man nicht stumm machen. Ja, du bist stumm, ja. So, soll ich das jetzt sagen? Das willst du nicht, ne? Hau raus. Also. Aber danach komme ich. Was? Nein, warte, du sollst kurz absprechen. Eine stumpfe Frage. Welchen Vornamen hätten wir dir definitiv nicht geben dürfen? No front an alle Ottos und Franzisk. Ich finde, ich hätte keinen so krass hochdeutschen Namen angenommen, hätte ich die Wahl gehabt. Kein Otto, kein Franz. Okay. So sieht es aus. Frage an mich.
die ist nicht so stumm. Wie viele Tomaten hast du in dem Jahr schon gegessen? In diesem Jahr? Ja, in diesem Jahr. Wir sind jetzt am Ende Oktober. Das Jahr hat 365 Tage. Ich esse jeden Tag Tomaten, mindestens eine, wenn nicht Maximum vielleicht so 10 am Tag. Das heißt, wir sind jetzt vielleicht bei Tag 300, 900, ich würde mal sagen mindestens 1000. Wir sind doch nicht bei Tag 300. Na doch. Nein. Wir haben ja jetzt nur noch 60 Tage bis zum Ende. Ja. Ein Monat hat 40 Tage. Na 30. 30 und 30 sind 60. Also 365 und dann ist das ein Jahr Monat hat 40 Tage. Wir sind 30. Jetzt am Ende Oktober. Ja, wir sind jetzt gleich am 31. Wir haben also noch 2 Monate Zeit. Bis also, Weihnachten oder ja. Bis Silvester? Ja. Ist nur noch 8 Wochen. Lol. Was heißt das eigentlich? Laughing out loud oder last one laughing. Aha, okay. Die Sendung. Okay. Mhm. Lol war übrigens witzig. Ja. Für all diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Lol auf Amazon Prime. Bitte keine Schleichwerbung, aber nein. Lol war richtig gut. Lol ist eine sehr große Empfehlung. Lol ist eine sehr gute Sendung. Ja. Daumen hoch dafür. Wie viel sind das gewesen? 10 Komödianten? Sagt man Komödianten? Nein, Comedy, Comedians. Comedians. 10 Comedians treffen sich und haben die Aufgabe, 6 Stunden in einem Raum miteinander zu verbringen und dürfen nicht lachen. Großartig. Teddy war auch dabei. Könntest du mal nicht so ins Mikro schlürfen, wirklich. Oh Gott, Jan, du musst das alles schneiden. Viel Spaß, Jan. Aber das Schlürfen soll nicht rausgeschnitten werden. Nicht? Nein. Okay. Also für diejenigen, die das auf dem Kopf-Headset lassen, also auf dem Headset dann hören, auf dem Rennrad oder beim Joggen. Die müssen sich jedes Mal das Ding vom Ohr reißen, wenn du anfängst zu schlürfen. Ja, das hättest du mal am Anfang der Sendung sagen müssen jetzt hier. Habe ich dir doch gesagt, du Sachse, du. Nee, aber das, wenn das passiert, das hättest du am Anfang der Sendung sagen müssen, damit die vorgewarnt sind. Dann müssen wir das vorknipsen, dann müssen wir das Stickel rausschneiden, da sagst du denen dann, lieber Jan, sagst du an dieser Stelle, du schneidest, du tust einfach noch ein Stück von jetzt nach vorne schneiden, legst das rein wie ein kleines Puzzlestückchen, dann weiß jeder unserer lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, kann das ganz genau nachvollziehen. Und die wissen dann, theoretisch müssen wir noch so ein kleines oder so ein kleines Räuspern. So eine kleine Vorwarnung, bevor die Scheiße anfängt. Genau, nochmal so ein kleines Geräusch mit reinschnippeln. Und dann wissen die, okay, jetzt kommt wieder die Gefahr. Dann reißen die Rippen, die sich den Kopfhörer vom Kopf. Und dann können sie wieder weiterhören. Ja, so ist das. Aber ich möchte nicht, dass die Schlurfer rausgeschnitten werden. Es kann aber auch sein, dass man jetzt hier mit diesem Einsatz, wie soll ich sagen, mit dem Nonsens, was wir hier von uns geben, dass mir mein ganzer Podcast wegrutscht, dass das alles nicht mehr gewollt wird. Das ist dich, was die das hören, ich ist das, was die wirklich interessiert, ob du dir einen Toaster kaufst. Halt die Fresse, Siri! Vielleicht bitte. Wieso bist du an? Ruhe! Das WLAN ist doch aus in einem Podcast. Das kann nicht wahr sein. Das ist wirklich, das ist wieder unprofessionell. Da kriegst du schon wieder die Krise. So, Ende, Schluss, aus. Nee, also jetzt wieder Contenance. Das stelle ich mir dann echt schwierig vor, wie bei Teddy. Contenance hier. Komm mal ja hier. In Teufels Küche. In die Teufels Küche. Ich möchte nur sagen, mein Herz. Ja. I love you. Ah, tja, ich dich auch. Obwohl, ja doch. Und jetzt an der Stelle machen wir so. Cut. Ja. Nochmal Musik hören. Wer ist dein größtes Vorbild aktuell?
Aktuell. Ja, weißt du doch. Sag mal. Wie oft soll ich ihn jetzt noch in diesem Podcast erwähnen? Du hast ihn noch nicht einmal selbst erwähnt. Doch. Wer denn? Zweimal. Wann denn? An wen denkst du denn jetzt gerade? Grüße gehen raus. Ja, habe ich schon öfters erwähnt. Verrat's uns nochmal. Teddy, Decke fahren. Und du kannst so reden wie Teddy? Du nicht. Sag mal was. Was soll ich sagen? Wie Teddy? Ja, was soll ich sagen? Du kannst mir Fragen stellen. Du kannst mit mir anders nochmal eintauchen. Ja. Sag mir einen Satz, ich sag den auf Petrossisch. Ja, frag mich, was du wissen willst. Was, erzähl mal, was du so richtig gut findest an Teddy. Also, wieso bist du so fasziniert? In dem. Ist sehr witzig. Grüß gehen raus an den Teddy. Als er das hört. Kommt es auf YouTube hier? Markiert mal all den Teddy in den Kommentaren. Bringt mich immer zu den Lachen. Ah. Warum? Ich meine, der erzählt ja eigentlich wirklich durchgehend nur Schrott, wenn man es so ganz oberflächlich betrachtet. Es ist ja nur Dünnes, auf gut Deutsch gesagt. Dünnsches. Trotzdem bringt er den Menschen zu den Lachen. Aber warum? Weil Menschen dann über Dummes lachen, oder? Seid selber nicht. Es ist der Pörti. Die andere Rolle. Pörti, der hat doch aber zu allem was zu sagen, oder? Der macht doch. Der hat zu allem was zu sagen. Ja, wenn der Antoine wieder seine Scheiße rausbringt, dann muss ich da was sagen. Kann ich immer nur schon Sturz da in die Welt pfeffern. So ein Loch, ey. Der kann doch nicht. Der andere kann aber was. Ja. Also du kannst was. Jetzt als Percy. Klar. In was bist du so gut? Ich mach ne objektive Reaction, okay? Ich sag dem meine Meinung. Und wenn die nicht so gut ist, dann muss er damit klarkommen. Wenn es gut ist, dann ist es gut. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht gut. Lieber Percy, meine Frage, hast du schon mal in meinen Last Coffee Before Dying reingehört? Nein, ich juckt mich ein Scheißdreck, was meine Mutter hier labert. Ist dir so egal? Nee, aber ich habe sie schon mal ein, zweimal reingehört. Also ich bin in den kompletten Gegenteil zu dir. Du bist das Spiri in den Familie. Ich bin Antwort. Wie bist du? Ich bin eher witzig unterwegs und komplett logisch als Spiri. Du willst mir doch nicht sagen, dass ich nie witzig bin. Ja, privat bist du witzig. Aber ich sag dir ja, wenn du hier den Podcast machst, dann musst du ein bisschen von dir, von deiner persönlichen Persönlichkeit in den Podcast reintun. Sonst finden die Fans das Scheiße hier. Na, deswegen, wenn der überhaupt Fans hat, der Podcast. Und deswegen kannst du mir doch jetzt einfach Fragen stellen. Dann stell mir doch mal eine Frage. Ich erzähle dir alles. Ich erzähle fast alles vielleicht. Also nicht alles, aber ich hau alles raus, was mir dazu einfällt. Was wollen denn die Leute wissen? Was erwartest du, wenn du so Spiri bist? Was glaubst du? Was erwartest du, finden die daran gut? Ich meine, du bist ja personally, bist ja viel cooler als jetzt in den Podcast und in deinen Yoga. Naja, wahrscheinlich für dich cooler, weil
ich im Podcast oder vielleicht auch in meinen Yogastunden ein bisschen ernster bin oder ein bisschen tiefgründiger oder... Selbst wenn du ernst bist. Hm? Du bist ja... Ich erlebe dich in zu Hause anders. Da bist du anders ernst. Hm. Ich komme nicht mehr aus den Rollen raus, ey. Was ist dir los, ey? Was? Krieg dich nicht mehr hin. Rauskommen. Ich hab eine Persönlichkeitsstörung. Was gibt's denn da zu lachen? Persönlichkeitsstörung ist nichts Gutes. Da gibt's nichts zu lachen. Naja, dann los, Percy, hau raus. Jetzt stell mir einfach eine gute Frage. Los. Letzten zwei. Ich habe noch einen an dich. Aber so kommen wir immer wieder weg von mir, ne? Weil du dich jetzt gerade beschwert hast. Wen juckt's denn, was mit dir ist? Sie wollen alle nur was über mich wissen. Ach so, okay, gut. Was würdest du deinen Lehrern... Ach so, das habe ich dich schon gefragt. Wenn du in deinem Leben alles verändern könntest, also du kannst wählen aus dem Schlaraffenland, wirklich alles. Alles ist möglich. Was würdest du dann abschaffen und was würdest du einführen in deinem Leben? Abschaffen. Das ist leichter als einführen. Abschaffen würde ich. Ja, denk mal so rum. Ist das, was ich machen kann, muss das von Menschenheit möglich sein? Oder, wenn ich es jetzt sage, wird es sofort geschehen? Oder muss es nochmal von den Menschen gemacht werden? Oder wird es sofort geschehen? Es ist wurscht, du kannst sagen, was es ist wirklich. Dann würde ich natürlich die Umweltverschmutzung abschaffen auf radikaler Ebene. Wie würdest du das machen? Einfach den ganzen Dreck aus der Welt schleudern und ganzen schönen Sachen in die Welt schleudern. Mhm, sehr viel mehr Natur. Sehr viel mehr Natur. Mhm. Und was noch so? Was sind noch die schönen Dinge, die mehr sein dürfen? Dieselautos. Mehr Dieselautos? Nein, das war ein Spaß. Das war ein doofer Spaß. Also. Autos. Nee, die würde ich gern abschaffen noch. Das wollte ich sagen. Ich dachte, du hast gefragt, was ich anschaffen will. Einführen. Was willst du mehr haben? Was ist gut? Was soll mehr hierher? Vielleicht mehr lachende Mamas? Mehr Feiertage. Hä? Nein, aber mehr Natur für die Tiere und mehr schöne Wohnungen, also Schrottwohnungen, die da stehen und wo sich jeder denkt, ey, was ein Scheiße. Okay. Frage von dir an mich, Percy? Wenn du bestohlen wirst, denkst du dann lang drüber nach, was das jetzt für ein Verlust ist? Oder bist du dann eher komplett defensiv und sagst, das juckt mich ein Scheißdreck, ich scheiße drauf und nächstes Mal wird wieder gestohlen und da scheiße ich auch drauf. Wie bist du da? Oder bist du erstmal an den Rumheulen? Früher habe ich rumgeheult, jetzt ist es mir scheißegal. Das wollte ich hören. Mhm. Noch was? Also, was ich dich schon immer mal fragen wollte, ist, wie du zu Fridays for Future stehst. Finde ich super witzig. Finde ich super witzig. Dich finde ich gerade super witzig und Fridays for Future finde ich super wichtig, wenngleich ich tatsächlich sagen muss, dass da so auf der Seite, auf meiner Seite schon auch so ein bisschen Scham einsetzt, weil ich mir die Frage stelle, warum wir das als Generation nicht auf die Reihe gekriegt haben.
Nichtsdestotrotz, ja, war ich selber schon auch auf Demos und ich finde, wir sollten damit nicht aufhören. Und die Kids werde ich, wo auch immer ich kann, entweder in der Begleitung zum Beispiel, dich zu begleiten oder auch darüber zu sprechen, werde ich so sehr unterstützen, wie ich nur kann. Also ich finde es großartig, wenn Menschen sich hinstellen und sagen, so wollen wir das nicht mehr. Ich bin ja auch ein Ostkind. Ich habe das ja mehr oder weniger auch schon erlebt, als ich klein war. Und ich halte davon richtig viel, weil ich davon überzeugt bin, dass schon eine sehr kleine Gruppe richtig, richtig viel verändern kann. Okay, komme ich klar mit. Jetzt eine Frage von dich an mich. Letzte Frage. The last round before we dying. Okay, also so richtig müssen wir es nochmal auf die Spitze treiben. Also jetzt haben wir die Natur schöner gemacht. Wir haben den ganzen Dreck entsorgt. Jetzt kommt nochmal ein Zauberer, aber der kann jetzt nicht so auf die Welt bezogen erfüllen. Der kann aber und hat die Fähigkeit, einen Wunsch, egal was das ist, für dein Leben zu realisieren. Wie würde der lauten? Das würde ich jetzt nicht äußern an der Stelle. Warum? An der Stelle, falls du es hörst, Lars, du weißt, was ich meine. Blinke, blinke. In die Kamera. Das will ich aber jetzt auch wissen. Was geht das, ey? Warum ist das ein Geheimnis? Ja, das ist ein Geheimnis. Na gut, das ist ein Geheimnis, ja. Das ist ein Geheimnis. Okay, und wenn... Lars, zwinker, zwinker. Und gibt es sonst noch was, was du mit uns noch teilen kannst? Ein Wunsch? Tatsächlich würde ich mir, als jetzt jeder so stutzig ist, aber wünschen, dass du dir mal richtige Leggings kaufst. Ich habe so viele Leggings. Aber keine davon nicht wirklich schön. Oder ernstnehmend. Einhörner, Comics, weite Punkte. Ich habe auch jetzt mittlerweile ganz viel schwarze, blaue, dunkellila, dunkelgrüne. Nicht viele und auch nicht so viele. So viele. Viele. Gut. Danke für das Feedback an der Stelle. Vielleicht nochmal anders umgedreht. Okay, das ist das, was du mir wünschst. Mehr Leggings. Ich wünsche dir ein, naja, hoffentlich noch sehr aufregendes, abenteuerliches, lebendiges, humorvolles Leben mit Freunden, mit so wenig wie möglich Schulstress, mit tollen Eltern an deiner Seite, die dich wenig nerven. Genau, und ich hab dich lieb. Super. Jetzt kommst du aber kommst du noch aus deiner Rolle raus? Versuch's. Okay, einen Moment. Bitte gib mir kurz Zeit. Achtung. Mut Gott. Das ist so schwierig. Und? Jetzt bist du auch noch nicht ganz so selber, oder? Hallo? Wieder draußen, aber mit... Oh, es ist so schwierig. Ich krieg den Faden nicht. Okay. Da kann man sich manchmal echt richtig gut vorstellen, wie es wohl anderen Schauspielern so ergeht, die... Jetzt kann ich mich in die ganzen Schauspieler vom Joker reinfühlen. Die haben sie ja auch so krass gefühlt, dass die ja, viele sind gestorben. Ja. Kennst du den Joker? Mhm. Ich zeig dir nochmal nachher einen Ausschnitt. Ja, und die sind ja, da sind ja viele gestorben. Weil? Viele haben gesagt, das mache ich nicht nochmal. Weil die so in diese Rolle reingetaucht sind. Sie sind mit der verschmolzen. Das ist ihnen schwierig war?
war, wieder rauszukommen. Mhm. Weil und der Joker ist ja ein Psychopath, ein Clown, so ein Psycho-Clown. Ziemlich brutaler, witziger Clown. Oh Gott. What do we want to share? Kannst du bitte Deutsch reden? My love. Was willst du teilen, meine Liebe? Ein Scheißdreck will ich teilen. Sag allen Menschen auf der Welt, dass sie ihr Ego mal klar kriegen sollen, wenn sie wollen. Alle sagen, ey, kein Krieg mehr und so. Ja, ihr müsst euer Ego klarkriegen, sonst geht es nicht. Denkt doch mal nach, ihr dummen Menschen. No front an alle Menschen, aber ich hab euch alle sehr lieb. Aber trotzdem müsst ihr mal euer Ego auf die Reihe kriegen. Ich will, dass ihr jetzt euch mal selber fragt, wie groß ist das Ego? Und dann hört ihr den Podcast weiter. Kurz Pause machen. Ich gebe euch 3 Sekunden dafür Zeit. 1, 2, 3. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt gemacht, dass ihr mal euer Ego auf die Reihe kriegen habt. Was heißt denn das, das Ego auf die Reihe kriegen? Was wäre denn da für ein Hinweis? Dass sie nicht nur an sich denken sollen. Wie eine gewisse, ich mag die Frau gar nicht, ey. Die hat nur Ego gefühlt in sich. Die heißt Victoria Trettl. Krass, okay. Nein, das war ein Witz, Mama. Küsschen an der Stelle. Aber trotzdem hast du schon gewisses Ego. Und wenn du das jetzt hier nicht zugibst, dann kriegst du so einen Shitstorm auf die Knie gepratzelt. 2 Sekunden war ich noch 54. Es ist 56. Ja. Hä? Ja. So vergeht die Zeit. Auf jeden Fall bist du sehr hart mit Kritik mit mir, immer, sehr hart. Und ich kann aber lernen, ne? Aber du tust nicht, tut mir leid. Du tust nicht. Du lernst nicht. Ich lerne es nie. Wie bist du auf die Idee von den Podcast gekommen? Hat sich so entwickelt in der Corona-Zeit, dass ich Menschen interviewt habe, von denen ich glaubte, dass sie was sehr Wertvolles, Sinnvolles zu sagen haben, an die Welt rausgeben. Genau, aber vor allem was Aufbauendes und nicht nur was Nörgelndes und Beschwerendes. Ich wollte im Grunde eigentlich ein bisschen frischen, positiven Wind verstreuen und habe dann Menschen gefragt, interviewt, das hat so viel Spaß gemacht. Und oft kam das Feedback, Mensch, es war viel zu kurz, weil das waren so kleine 10 Minuten oder 1 Minute. Das waren kleine 1 Minute tatsächlich nur. Manchmal ein bisschen länger. So dass dann irgendwie langsam der Wunsch gewachsen ist, vielleicht was Längeres draus zu machen, ein längeres Format. Und dann love you, bis dann. Nee, warte doch mal, es ist 59. Love you. Noch, warte. Noch. Okay, die Zeit läuft. Unser aller Zeit läuft. 30 Sekunden. Eine halbe Schweigeminute für den letzten Kaffee. Nein, stopp, stopp, hör auf. Für David Bowie. Let's go. Tschüss, alle Leute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Also, grüß gehen raus. Tschüss. 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 Mua. Tschüssi, Christian. Das war zu laut. Oh, tut mir leid. Love you. Kannst du jetzt noch mal kurz... So, love you zurück. Christian, ich muss dann mal aufs Klo. Und wir gucken jetzt Teddy weiter, ne? Noch die 2. Folge.
Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich an dieser letzten Folge in diesem Jahr. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und jetzt nochmal auf diesem Weg hier Danke sagen. Zuallererst möchte ich dir danken, dass du hier dabei bist und die Zeit nimmst, diesem Podcast zu lauschen. Das ist nicht selbstverständlich und mir ist klar, dass auch diese Stunden, die wir hier aufzeichnen, deine Lebenszeit sind. Ich hoffe, wir konnten dich berühren, inspirieren, ermutigen und diese wunderbaren Gäste, die bisher hier schon mit dabei sein konnten, haben so viel dazu beigetragen. Also auch danke an alle Gäste bis hierher und danke natürlich an das gesamte Team. Ohne dieses Team wäre dieser Podcast in dieser Qualität nicht möglich. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie viel Arbeit in so einer Folge steckt. Es ist unfassbar. Und ohne diese Menschen wäre es mir nicht möglich, diese Länge, diese Qualität, dieses Setting überhaupt umzusetzen. Tausend Dank an meinen technischen Berater und herzlichsten Sounddesigner, den ich kenne, an Frank. Tausend Dank an Jan mit seiner hochqualitativen Schnittproduktion und tausend Dank an Prakash und Kabira, die mich aus Nepal begleiten und sich um das Marketing kümmern für Instagram und Facebook. Ich möchte dir danken, ich möchte euch allen danken und ich freue mich auf alles, was kommt. Am 1.1. werden wir wieder da sein für euch und zwar mit der neuen Folge im neuen Jahr 2022. Allerdings verrate ich nichts. Ich möchte euch gerne, beziehungsweise wir möchten euch gerne überraschen. Für jetzt wünsche ich dir einen ganz sanften und ruhigen, bedachten Ausklang des alten Jahres und schöne Momente mit deinen Liebsten, mit dir selbst. Genieße die Zeit auch noch bis zum Ende und wir treffen uns hoffentlich wieder in voller Frische zum Neujahr. Bin gespannt, wer alles mit dabei sein wird. 12 Folgen, die uns bevorstehen, mindestens. Und bis dahin danke ich dir für dein Vertrauen, für deine Zeit und sage bis bald. Alles Liebe. Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat und dass du Inspirationen und Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Was hat dich besonders berührt? Was nimmst du für dich mit? Ich freue mich sehr, wenn du dein Feedback direkt unter dem Beitrag teilst und ihn gern auch an deine Freunde weiterleitest. Wenn du magst, verbinde dich auch auf Instagram oder Facebook mit mir. Alle Informationen dazu findest du in den Shownotes. Außerdem lade ich dich ein, auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Dort findest du noch einmal sehr übersichtlich meine Angebote, sei es als Coach, Speakerin oder Lehrerin. Auch kannst du dort kostenfrei den sehr persönlichen Newsletter abonnieren, der dich einmal im Monat mit kleinen Extras beschenkt. Ich freue mich sehr, dass es dir deine kostbare Zeit wert war, hier mit mir zu verweilen. Und von ganzem Herzen wünsche ich dir ein großartiges Leben und bis zum nächsten Mal. Thank you.